Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MJJ Reviews. Ich kann es fast nicht glauben, wir haben, glaube ich, seit einigen Monaten, glaube ich, kein Video mehr gemacht. Ich starte einfach mal, ich bin ein bisschen krank zu Hause und deswegen habe ich auch etwas Zeit dafür. Heute zeige ich euch zwei Dinge. Das erste seht ihr im Vordergrund liegen, das ist ein Buch Remember the Time, wobei das zeige ich euch nur ganz am Ende einmal. Kurz, es wird keine lange Review werden für das Buch. Und das zweite ist eine Schallplatte Michael Jackson in Loving Memory, Great Duets and Unreleased Demos. Tja, was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch jetzt gleich. Da wünsche ich euch viel Spaß bei. Heute mal wieder eine Plattenreview. Okay, viel Spaß. Michael Jackson in Loving Memory ist, wie man unschwer erkennen kann, wenn man sich ein bisschen mit Michael Jackson LPs auskennt und schon ein paar zu Hause stehen hat, keine offizielle Veröffentlichung, sondern eine, die man auf einer Plattenbörse finden kann, sprich ein Bootleg. Und trotzdem ist sie ganz schön aufgemacht, finde ich, und auch ganz interessant. Sie trägt den Untertitel Great Duets and Unreleased Demos. Und gucken wir uns doch mal an, was es damit auf sich hat. Also, die Titelliste liest sich folgendermaßen. Ich denke, die brauche ich nicht ganz vorlesen. Das könnt ihr auch selber tun. Da sind so einige Stücke drauf, die man auch schon kennt, nämlich zum Beispiel Eaten Alive mit Diana Ross oder, ja, was kennt man noch, Say 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 natürlich oder auch The Man mit Paul McCartney vielleicht, der eine oder andere, Ease On Down The Road, also alles so Titel, die man kennt. Auch so ein paar spezielle Versionen, I Just Can't Stop Loving You auf Spanisch, alles ganz schön. Interessant wird es dann tatsächlich bei den Duetten, da gibt es so ein paar, also da gibt es so einige, die kannte ich noch gar nicht. Zum Beispiel I'm in Love Again with Minnie Riperton kannte ich nicht. Auch Just Friends mit Carol Bayer Sager, die hoffentlich so ausgesprochen wird, auch das kannte ich nicht. Auch das Kenny Rogers Stück kannte ich nicht. Das hat übrigens Lionel Richie geschrieben, das Stück von Kenny Rogers. Und Kenny Rogers wollte mit Michael zusammenarbeiten, also auch mit Lionel Richie, aber er hat sich gewünscht, dass Michael da irgendwie mit dabei ist und das vielleicht produziert, und dann hat Michael aber mitgesungen, weil er auch ein Kenny Rogers Fan ist. Also so ergibt eins das andere. You're the One zum Beispiel mit Jennifer Holliday ist ein bisschen irreführend. Es ist nämlich nicht mit Jennifer Holliday, es ist ausschließlich von Jennifer Holliday. You're the One ist aber von Michael geschrieben worden. Deswegen scheint es hier mit drauf zu sein, aber er singt da gar nicht mit. Bei manchen Stücken ist er auch nur Background, macht er Background Vocals, also Michael, nicht Lionel Richie oder so. Das ist auch ganz interessant zu hören, also gerade bei diesen Duetten, Hauptpart hat meistens schon derjenige, der hier als Whiz-Part steht, aber trotzdem ist es so, dass es auch manchmal Background-Vocals nur sind, zum Beispiel, ne, oben bei Somebody's Watching Me, wobei da ist nicht wirklich Background, da singt er ja den Chorus sogar. Interessante Zusatzinfo vielleicht, Rockwell ist der Sohn von Berry Gordy, wer das nicht wusste, weiß es jetzt. So, okay. Also das ist, wie gesagt, so ganz interessant soweit. Die Unreleased-Demos finde ich nicht so wirklich, denn Give In To Me ist eine Instrumentalversion, also Instrumental. Ob die aber unreleased ist, weiß ich nicht. Das weiß vielleicht Kai, ob die offiziell unreleased ist. Jam, Unreleased Vocal, Demo-Version, ja, ist ein A Cappella, ehrlich gesagt. Also ob die jetzt auch Fanmade ist, weiß ich nicht so ganz genau. Das ist so ein bisschen schwierig rauszufinden. Sowas weiß ich nicht. Kai weiß sowas, das müsste ich ihm am besten mal irgendwie vorspielen. Kai, komm doch mal vorbei, so weit haben wir es doch eigentlich nicht. Hör doch mal Zeit nach 100 Jahren oder wie viel wir gefühlt jetzt diese Videos machen. Nein, keine Ahnung. Naja, also ihr seht die Titelliste selber. Ich finde es ganz schön, vor allem die 12-Inch-Versionen machen immer wieder Spaß zu hören. Sowohl bei Eaten Alive, tolle Special 12-Inch-Version, richtig ausgesprochen. Ist aber auch schwer. Tolle Special 12-Inch-Version. Kai, Contest. Zungenbrecher-Contest. Fünfmal nacheinander, bitte. Tolle Special 12-Inch-Version von dir einmal. Dann gefällt mir auch unheimlich gut die Ease On Down The Road. Tolle Special 12-Inch-Version mit Diana Ross aus dem Film Wizard of Oz. Wie heißt denn der wirklich? Der heißt doch nicht Wizard of Oz. Heißt der nur Oz? Oder heißt er The Wiz? Ich glaube The Wiz, oder? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Letzte Zusatzinfo, ehe wir jetzt die ganze Zeit den Titel angucken. Diese Schallplatte ist eine limitierte Edition und es gibt nur 500 davon. Das, pardon, weiß ich immer nicht so ganz genau. Das kann sein, ich
glaube sowas immer nicht so ganz ist, man kann viel schreiben. Ob das nun wirklich tatsächlich stimmt, das kann ich nicht sagen. Also ihr hört, meine Erkältung übermannt mich. Es wird nicht mehr lange dauern und ich breche ab. Ganz kurz noch zwischendurch, aus diesem Buch beziehe ich immer Informationen, wenn ich was zu Titeln sage, auch dass Lionel Richie ein Stück geschrieben hat. Michael Jackson for the record. Ich habe es schon mal vorgestellt, das mache ich heute nicht. Nur ein kurzer Blick, da stehen dann solche Dinge drin. Kann ich nur empfehlen, macht sich unheimlich bezahlt. Also ich liebe das Buch, ist total toll. Ein Buch, das ich nicht ganz so liebe, aber das ich euch trotzdem nicht vorenthalten möchte, ist Remember the Time. Ist auch ein Bombeneinstieg, hat man gleich Lust weiterzugucken, oder? Hört es euch trotzdem an, wenn es euch interessiert. Es ist von zwei Bodyguards geschrieben. Da sind so ein paar Unstimmigkeiten, die blende ich dann als Untertitel bei mir ein. Lest auch die. Schaut es euch mal an. Ich versuche es kurz zu halten. Es fällt mir immer etwas schwer. Ansonsten könnt ihr auch hier ausschalten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ansonsten viel Spaß bei Remember the Time. Tschüss. Wobei, einen Nachtrag habe ich noch. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Schon das zweite Mal. Ich drehe das jetzt bestimmt zum dritten Mal schon. Diese Schallplatte, wer sich die kaufen möchte, übrigens ist die in einem nicht ganz so wunderschönen graumelierten Ton erschienen. Also es ist eine Picture. Naja, Picture ist es nicht. Aber also eine graumelierte. Die kostet bei Discogs so zwischen 25 und 30 Euro. Ein bisschen über 30 vielleicht kann man manchmal bezahlen. Mehr würde ich auf keinen Fall bezahlen. Also nicht auf eine Plattenbörse gehen, die für 60 Euro sehen und denken, yo, die kaufe ich mir jetzt, das ist eindeutig zu viel. Schaut doch mal auf Discogs.com. Sowieso eine schöne Seite, um Infos zu Schallplatten rauszufinden. Wer die noch nicht kennt, sollte da mal hingehen. Okay. Alles klar, dann geht's jetzt mit dem Buch weiter. Ich breche echt ab. So. Also mit dem Buch geht's jetzt weiter. Tschüss. Remember the Time ist ein Buch, das von Bill Whitfield und Javon Bird geschrieben wurde. Das sind Bodyguards von Michael Jackson, die von Dezember 2006 bis kurz vor This Is It im Jahr 2009 für ihn tätig waren. Und die haben ein Buch veröffentlicht mit dem Untertitel Die Bodyguards von Michael Jackson erzählen, warum der King of Pop wirklich starb. Ja, dieses Buch ist im Bastard-Lübbe Verlag erschienen und kostet 9,99 € in Deutschland. Österreich liegt es bei 10,30 €. Warum eigentlich? Woran liegt das eigentlich, dass Österreich immer teurer ist? Weiß das jemand? Ich kann es mir nicht vorstellen. Die ganze Wahrheit über das Ende des Superstars. Ja. Also ich musste es mir mitnehmen. Ich war neugierig, das muss ich zugeben. Nicht, weil ich dachte, jetzt erfahre ich tatsächlich das Ende. Also die ganze Wahrheit über das Ende. Sondern einfach, weil ich diesen Blickwinkel natürlich auch gerne mal lesen wollte. Ich muss dieses Buch aber recht kritisch sehen, so wie viele andere das auch schon tun. Ich könnte jetzt da ganz, ganz lange drüber erzählen. Lass ich bleiben. Mein Fazit des Buches ganz kurz zusammengefasst ist, einige der Dinge, die Bill Whitfield und Javon Bird beschreiben, wie finanzielle Lage, wie Ausflüge mit Michael, als er noch nicht wieder der King of Pop war, also vor This Is It, in dem Zeitraum, wo kreativ nach außen nichts groß durchgedrungen ist, mag ich wohl glauben. Auch familiäre Verhältnisse werden da so ein bisschen beleuchtet. Auch das mag man so glauben. Es ist ein bisschen merkwürdig ist das Ganze, weil es in dem Großteil des Buches eigentlich darum geht, dass Bill und Javon nicht für ihren Job bezahlt wurden, das aber auch nicht immer Michael zuschreiben, sondern seiner Managerin Raymond Bain, die zu dem Zeitpunkt für ihn tätig war. Und es dreht sich sehr, sehr viel um Finanzen und sehr, sehr viel um Geld, das sie nicht kriegen und sie trotzdem bei ihm bleiben. Und es ist eine Mischung aus Loyalität und Verrat, für mich, dieses Buch. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich habe eine sehr schöne englische Rezension, muss ich sagen. Es ist kein Review, eine sehr schöne englische Rezension dazu im Internet gefunden. Die möchte ich euch gerne unten einmal verlinken. Und wer des Englischen ein bisschen mächtig ist, dem empfehle ich genau diese Rezension. Denn das spiegelt so das wieder, was, denke ich, ja, wie das Buch beleuchtet werden sollte, weil die deutlich differenzierter ausfällt, als ich das machen könnte. Ich weiß zwar, denke ich, eine ganze Menge über Michael Jackson, aber da hört es dann bei mir auch auf. Lest euch doch einfach mal die Rezension durch, die ich unten verlinke. Tja, das war's für heute. Drei Dinge waren heute zu sehen. Die Platte in Loving Memory, das Buch Remember the Time und schon etwas älter, Michael Jackson for the Record. Tja, bis.
Bis dahin, hoffentlich mal wieder bis bald. Kai, kommt was von dir? Mal wieder Lust? Okay, haut rein. Tschüss.